Dieser Krankenwagen scheint in Eile zu sein. Walter denkt, der Krankenwagen ist Amber und will Hallo sagen. Jemand muss herausfinden, wer der böse Krankenwagen ist und ihn aufhalten. Supertruck macht einen medizinischen Check. Du bist gut in Form, Supertruck. Oh nein, Mathilda denkt, Amber ist der böse Krankenwagen. Sie steckt sie ins Gefängnis. Mathilda, Amber war die ganze Zeit bei Supertruck. Du verhaftest den falschen Krankenwagen. Mathilda ist überzeugt, dass Amber Walter gestoßen hat. Mach dir keine Sorgen, Amber. Supertruck wird Walter helfen und deine Unschuld beweisen. Zeit zum Transformieren. Der Superkrankenwagen ist bereit, den Bösewicht zu stoppen und all denen zu helfen, die ihn brauchen. Lasst uns Walter die medizinische Versorgung geben, die er braucht. Ein Pflasterkit wird die Arbeit erledigen. Walter geht es besser. Walter, wer hat dir das angetan? Walter kann sich jetzt nicht mehr erinnern. Er braucht noch etwas Zeit, um sich zu erholen. Was ist los, Walter? Supertruck, wir haben einen Notfall. Billy scheint Schmerzen zu haben. Er braucht deine Hilfe, Supertruck. Billy, was ist los? Billy wurde von einem Krankenwagen angefahren. Lass uns zuerst Billy behandeln. Die Pille wird die Schmerzen stoppen. Die Bandage wird dir helfen, dich schneller zu erholen. Lass uns den bösen Krankenwagen aufhalten, Supertruck. Billy sah den Krankenwagen auf den Kanal zusteuern. Was macht Roboter Amber auf der Brücke, Supertruck? Roboter Amber muss der böse Krankenwagen sein. Oh nein, der Roboter plant, Bobby zu verletzen. Du musst ihn warnen. Benutze deine Sirenen, Supertruck. Bobby, halt an! Das war knapp. Bobby ist in Sicherheit, Supertruck, aber der Roboter ist sauer auf dich. Oh nein, der Roboter greift dich an. Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Das Abschleppseil wird den bösen Roboter aufhalten. Guter Schachzug. Zeit, Ambers Unschuld zu beweisen. Das ist richtig. Es war Ambers Roboterassistent. Walter erinnert sich jetzt daran. Du darfst gehen, Amber. Und der Roboter ist wieder in seinem freundlichen Zustand. Es tut Mathilda leid, dass sie dich verhaftet hat, Amber. Es gibt einen Unfall und Autos müssen medizinisch versorgt werden. Na, ihr? Genießt ihr einen kleinen Snack? Oh, ihr sucht nach Formen in den Wolken? Wie cool ist das denn? Wow, Rocket weiß wirklich, wie man fliegt. Schaut, Baby Rocket ist auch da. Fantastisch! Oh! Pass auf, Ben! Bleib zurück, Kinder! Oh oh! Das wird nicht lange halten! Ich rufe besser gleich Supertruck! Carl! Ben ist in Gefahr! Er wird gleich runterfallen! Beeil dich!
Supertruck? Hier bist du. Oh, Ben rutscht ab wegen dem Saft. Du überlegst dir besser schnell was, Supertruck. Klasse Idee! Ein Superträger-Truck! Oh, trete zurück, Leute! Keine Sorge, Ben! Beeil dich, Supertruck! Oh nein! Hör, kommst du nicht? Du hast es fast geschafft! Komm schon, Supertruck! Streng dich an! Ben! Nur Mut, Supertruck! Phew, das war knapp! Gut gemacht, Supertruck! Was für eine Erleichterung, richtig, Kinder? Oh, ihr wollt nach unten? Aber wie seid ihr denn da hochgekommen? Ah, ich verstehe. Das war nett von Penny. Aber sie ist zurück zur Arbeit. Supertrucks Plattform ist zu niedrig. Was denkst du, Supertruck? Das ist dein Ideengesicht. Oh, ein großes Luftkissen. Na dann, Kinder, ihr werdet springen müssen. Ja, hört auf Ben, Kinder. Das wird Spaß machen. Oh, du gehst als erstes? Das ist sehr mutig von dir. Fertig? 3, 2, 1. Oh. Oh. Das schaut nach Spaß aus, oder? Wer ist der Nächste? Oh, das kommt überraschend. Na dann, gut gemacht, Supertruck. Oh, ihr Kinder scheinen Spaß zu haben. Du hast wirklich den Tag gerettet, Karl. Bis zum nächsten Mal. Wow, Jungs, wozu die Eile? Ah, ihr schaut, wer das erste Osterei finden kann. Schon was gefunden? Wie sieht's bei dir aus, Karl? Na dann, viel Glück. Karl, warte, hör doch mal. Yikes, entschuldige die Störung, aber es gibt einen Notfall. Oh nein, die Kinder finden überhaupt keine Ostereier. Walter hat sie zu gut versteckt. Kannst du ihnen beim Suchen helfen? Stimmt, du bist super beim Verstecken spielen. Das sollte ein einfacher Fall für dich werden.
Keine Sorge, Kinder. Supertruck ist hier. Er und Walter werden die Eier ruckzuck finden. Kommt schon, lasst uns suchen. Siehst du irgendwo Eier, Walter? Was ist mit dir, Supertruck? Nichts? Oh, warte. Schaut, Süßigkeiten. Oh, seid ihr müde, Kinder? Das ist nett von dir, Supertruck. Ich glaube, sie werden müde und brauchen eine Mitfahrgelegenheit. Mannermeier! Oh wow, du bist ein super Autotransporter. Das ist perfekt, um müde Kinder mitzunehmen. Alle an Bord. Seid ihr bereit, nach den fehlenden Ostereiern zu suchen? Viel Glück bei der Suche, Kinder. Schon was gefunden? Schaut mal, Supertruck hat ein paar Eier gefunden. Und dir ist eingefallen, wo die restlichen sind? Bei Carrie's. Na dann, lasst uns gehen. Oh nein, was ist los mit den Kindern? Oh, ich glaube, ihr habt recht. Schaut, die Eier schmelzen in der Sonne. Supertruck, was machen wir nur? Den ST-3000 benutzen? Klasse Idee. Bleibt zurück und schließt alle eure Augen. Der Gefrierstrahl ist hell. Wow, gute Arbeit, Supertruck. Das hält sie kühl, während wir zurück zu Carrie's fahren. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen, Leute. So, lasst uns die restlichen Eier holen. Hurra! Die Ostereier sind endlich da! Ohne dich hätten wir sie nicht gefunden, Karl. Oh wow! Noch eine Osterleckerei! Danke für die Jellybeans, Carrie! Frohe Ostern euch allen! Bis zum nächsten Mal! Auf keinen Fall! Sagt mir nicht, ihr schaut euch einen Film an! Karl, ich kann's nicht fassen, dass du den coolen Film über verrückte Kokosnüsse ausleihen konntest! Jemand braucht unseren Helden. Schnell, Karl! Wir haben einen Kokosnussvorfall am Strand, Karl. Die Kokosnüsse fielen von den Bäumen und einige von ihnen haben Chad am Kopf getroffen. Jetzt ist er gefangen und kann sich nicht selber retten. Karl, du musst ihm helfen. Supertruck, hier fallen überall Kokosnüsse runter. Supertruck, stopp! Wenn wir Chad retten wollen, dürfen wir nicht von den Kokosnüssen getroffen werden wie er. Kannst du dich in irgendwas verwandeln, was uns hilft, ihn zu retten? Ja? Na dann los! Thank you.
Hamburger. Wow, das wird so cool werden. Ja, gut gemacht, Supertruck. Lass uns die Kokosnüsse runterholen. Na also, dieser Baum ist sicher. Okay, lass uns Chad retten. Oh nein, schau dir diese riesige Kokosnuss an. Sie wird runterfallen. Chad, schnell, aus dem Weg. Oh nein, er ist immer noch benommen. Jungs, ja? Ihr müsst da weg. Schnell. Supertruck, das wird nicht funktionieren. Du musst den ST-3000 benutzen, um Chad zu beschützen. Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Da kommt sie. Bist du okay, Chad? Danke, dass du ihn gerettet hast, Supertruck. Ich sehe, ihr habt ein Spiel gefunden, das ihr mit den Kokosnüssen spielen könnt. Fantastisch. Danke, dass du den Tag gerettet hast, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Hey, Jungs. Schöner Tag für ein Freundschaftsrennen. Frank geht in Führung. Wartet, Karl ist fest entschlossen, seinen Freund zu schlagen. Er zieht nach vorne. Und Karl gewinnt. Es ist Billy auf der Baustelle. Yikes, die Rohre haben ihn knapp verpasst. Was ist da los? Es ist Dane. Er schlafwandelt. Und Schlaf zerstört. Dane ist so nah am Abgrund, er fällt vielleicht runter. Du fährst bisher gleich rüber, Karl. Die brauchen wirklich deine Hilfe. Hi, Billy. Keine Sorge, Supertruck ist hier, um zu helfen. Was ist los mit Dane? Ihr habt Überstunden gemacht und erst eingeschlafen? Edna weiß nicht, was los ist. Aber fürs Erste ist sie weit genug weg. Also ist sie außer Gefahr. Du beeilst dich, lieber Supertruck, bevor jemand verletzt wird. Yikes, die Rohre bewegen sich. Pass auf, Supertruck, das Rohr kommt direkt auf dich zu. Du verwandelst dich besser, sonst schmeißt es dich von der Rampe. Supersprung, Truck. Klasse! Phew, das war knapp. Er schläft immer noch. Wo will er jetzt hin? Klasse Idee, Supersprung, Truck. Du kannst zwischen den Stockwerken hin und her springen, um ihn zu fangen. Er fährt schon wieder weiter. Das ist unglaublich. Da ist Edna. Jetzt arbeitet sie direkt unter ihm. Oh nein, noch mehr Rohre. Vorsicht, Supersprungtruck. Jede Bewegung bringt die Rohre zum Vibrieren. Das ist es. Versuch ihn aufzuwecken. Du hast es geschafft. Er ist wach. Die Rohre. Oh nein.
Nein! Der Magnet? Was ist der Plan, Supersprungtruck? Na klar, der Magnet zieht die Rohre an. Das ist genial. Hurra, du hast es geschafft. Die arme Edna, sie weiß gar nicht, was los ist. Supersprungtruck hat dich gerade gerettet, Edna. Danke für deine Hilfe heute, Supertruck. Gute Idee. Mehr Kaffee für Dane bitte, Carrie. Wir wollen, dass er wach bleibt. Zumindest bis Schlafenszeit ist. Guten Morgen, liebe Polizisten. Was ist passiert? Hi, Babys. Ihr wisst, dass ihr hier nicht spielen könnt. Hör auf, oder die Polizei kommt. Alles in Ordnung? Was machst du, Roboter Mathilda? Supertruck, der Polizeiroboter bestraft jeden in der Stadt sehr ernst. Seitdem die Babys den roten Knopf mit ihrem Ball getroffen haben, ist er so. Ich denke, es ist Zeit zum Transformieren. Tolle Idee. Komm schon, du hast sie. Oh nein, du hattest das fast. Sie ist dort gefangen. Das ist es. Mathilda, geh zum Tunnelausgang und mach ihn dicht. Komm schon, Supertruck. Du kannst nirgendwo hin. Was ist passiert? Ich denke, du musst einen anderen Weg finden. Supertruck, hast du eine Idee? Man darf dort nicht hinein. Ah, okay. Du willst sie anlocken, indem du dich böse verhältst, so wie es bei dir war. Komm schon, Mathilda. Siehst du? Nichts passiert. Mathilda, tu es nicht. Fang nicht an zu rennen. Supertruck, du musst Mathilda helfen. Fahr schneller, Supertruck. Was ist los? Es ist unmöglich, den Knopf so zu drücken. Wow, was für eine Pirouette. Noch eine andere Idee? Na klar, es ist Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Gute Idee. So kannst du den Knopf aus der Ferne drücken. Ganz ruhig, Supertruck. Lass dir Zeit. Voll getroffen. Sehr knapp. Oh nein, das ist nicht gut. Supertruck, Zeit zum Gehen. Du hast so ein Glück. Nun, es sieht so aus, als wäre alles wieder normal. Ich glaube, sie wollen ihren Ball. Der gehört euch.